Heute saufen wir ab. Beziehungsweise wir versuchen alles dran zu setzen, dass Atlantis nicht absäuft. Ja. Und wie das Ganze sich spielt, das zeigen wir euch jetzt. Aquaman! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen. Ja, hier in Atlantis. Ja. Natürlich steht wieder alles auf Wasser. Ziemlich wässrig sieht es hier aus. Und unsere wunderschöne Insel Atlantis, sie droht in den Fluten zu ertrinken, versinken. Ja, aber diesmal könnt ihr was dagegen tun. Ja, und dafür müsst ihr auch nur kooperativ hier entsprechend diese ganzen Blaupausen hier ausführen und am Schluss den Power Core erfolgreich bestücken, um dann Atlantis eine rosige und wohlwollende Zukunft tatsächlich zu bieten. Hat so ein bisschen was von Stargate, ne? Ja, so ein bisschen. Durch das Tor in eine andere Dimension. Ja, richtig, genau. Ist ein kooperatives Spiel für, haltet euch fest, 1 bis 7 Spieler. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich persönlich, 1 bis 7 Spieler, das kann ja eigentlich nichts sein. Ja, das ist viel. Ja, und jetzt in diesem Preview wollen wir ein bisschen auf das Spiel eingehen. Mechanisch, es wird auch nochmal ein extra ausführliches Regelerklärvideo dazu kommen. Mhm. Das ganze Spiel wird 2021 bei Skellig Games erscheinen auf Deutsch. Inklusive der Erweiterung, die gerade auf Kickstarter ist. Die liegt uns aber allerdings nicht vor. Wir beziehen uns hier tatsächlich nur auf das Grundspiel von Galen Kiskels, wie auch immer man den guten Mann ausspricht. Auf jeden Fall ein Spiel von Elf Creek Games im Original. Ja. Wie gesagt, deutsche Variante kommt bei Skellig Games. 60 bis 120 Spielminuten. Fangen wir doch damit mal an, Dennis. Mhm. Spielzeit. Wie fühlt es sich für dich an? Ich meine, du hast jetzt eine Partie mitgespielt. Ich habe ja tatsächlich schon 4 Partien auf dem Buckel. Ja, ich denke, je mehr Spieler, desto mehr diskutiert man vielleicht und stellt sich dann chaotisch überall hin und viele Plätze und so. Also ich glaube, das kann schon ein bisschen dauern. Also die Spielzeit ist schon eher auf der hinteren... Ich sag mal so, es ist eher schon optimistisch gerechnet, wenn man, es sei denn, man spielt es tatsächlich alleine. Also solitär spiele ich das ganze Spiel in 45 bis 60 Minuten runter. Ja. Klar, gibt niemand, mit dem man sich irgendwie abstimmen müsste. Und das Spiel spielt sich dann doch anders. Was ein bisschen amüsant ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass man mit mehr Spielern mehr Farben zur Auswahl hat und mit weniger Spielern weniger Farben zur Auswahl hat, denn nämlich bloß 3 Farben sind tatsächlich für 3 Spieler ausgelegt, nämlich gelb, rot, blau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und dann kommen erst weitere Farben im Verlauf dann mit mehr Spielern dazu. Aber worum geht es eigentlich thematisch in dem Spiel, bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem Fazit? Sollte jetzt bloß ein bisschen Einstieg bieten. Wenn wir hier jetzt auf die Überkopfkamera wechseln, so seht ihr quasi das Spielende, wie es bei uns ausgesehen hat. Ihr seht hier unsere Insel mit diesen ganzen Landzungen, die hier ins Wasser ragen und die werden nach und nach überflutet. Das war jetzt quasi Endstand, wobei ich muss dazu sagen, wir haben uns relativ gut geschlagen, weil es gilt einfach auch entsprechend die Aktionen möglichst optimal, abzustimmen. Mhm. Auf jeder Landzunge gibt es eine extra Aktion, die uns entweder Ressourcen bringt, das sind hier die Produktionslandzungen, hier der Wald, die Hügel und die Berge. Des Weiteren haben wir hier dieses Vulkangebiet, was sich Forges, glaube ich, nennt. Und hier die Library und hier die City. Unsere City war komplett überflutet. Ja, und man sieht auch hier gleich, wenn man ganz unten an den Zungen ist, dann sieht man, dass die Würfelaugen kleiner sind. Genau. Das heißt, hier ganz unten ist es noch ein bisschen einfacher, an die Ressourcen zu bekommen, denn ihr müsst nämlich eine 2 oder schlechter würfeln, besser würfeln, so rum, 2 oder höher, um die Ressource hier zu bekommen. Später braucht man schon eine 4 oder höher, also da ist die Chance natürlich etwas geringer, können aber mehr Leute machen, denn hier sind 3 Plätze zum Beispiel. Genau, ihr habt die Möglichkeit, entsprechend eure Würfelaugen zu manipulieren mit mystischer Energie. Allerdings, ein Nugget ist halt nur eine Augenzahl von +1, es sei denn, man hat hier natürlich hier zum Beispiel dieses Artefakt, dass die mystische Energie die Würfelaugenzahl um 2 jeweils erhöht. Das ist schon tatsächlich ziemlich wertig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so kann man halt auch mal eine 1 in eine 5 verwandeln mit 2 mystischer Energie, was man ansonsten de facto nicht machen würde. Genau. Ja, die Library Cards, muss man dazu sagen, die sind tatsächlich relativ mächtig. Ja. Also da muss man wirklich schauen, dass man da von Anfang an welche bekommt.
hier in der City haben wir eigentlich die Möglichkeit, an zusätzliche Spielfiguren ranzukommen, denn wir starten mit deutlich weniger. Ja. Und die liegen dann hier auf diesem Tableau, wo dann auch hier der Zorn der Götter abgebildet wird, die uns entsprechend die Flutmassen schicken, die wir dann zum Beispiel mit mystischen Barrieren versuchen, entsprechend in Zaum zu halten oder dann unter Abgabe entsprechend mystischer Energie wieder hier das Land trocken zu legen. Arkham lässt grüßen, ne? Ja. Mit den Toren versiegeln, das haben wir ja ähnlich. Das heißt, genau, wenn eine Flutkarte kommt, was man auch vielleicht bei Forbidden Island gesehen hat, ja, dass sich die Plättchen drehen und das könnte dann halt das Ganze aufhalten. Man zieht Karten, sollte dieser Bereich kommen, wird er nicht überflutet, sondern das Tor zerstört und dann ist man nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, zumindest für die eine Runde. Ja, hier kann man direkt mal entsprechend ein bisschen die Karten sehen, die es da gibt. Da haben wir auch direkt ein kleines Manko beim Spielen bemerkt. Oh ja. Und dieses Manko ist ganz einfach hier, ich meine, Libraries ist relativ klar, das ist da, wo es die entsprechende Library Cards gibt. Und was auch relativ klar ist, jetzt wo haben wir es denn? Jetzt finde ich natürlich nichts. Das ist Forges, das sieht man auch noch relativ gut. Aufgrund der Lava so ein bisschen, ja, aber... Ja, dann haben wir hier die City, wenn man weiß, dass quasi entsprechend die neuen Arbeiter in der City angelernt werden, dann ist das auch klar. Und dann kann man eigentlich die anderen drei nach Ausschlussverfahren den Wald, die Berge, die Hügel und die Berge entsprechend zuordnen. Ja, aber ich finde es schon schwer. Zum Beispiel grafisch ist es schwer, ja. Hier jetzt, was so ein bisschen strandmäßig, so wie hier auch aussieht, jetzt davon auszugehen, dass das die Mountains sind. Hier sind ja auch überall Mountains. Ja, und das ist auch ein Mountain. Also, genau, und das ist so ein bisschen nicht so geschickt gewählt. Ein bisschen ein Manko, was nicht hundertprozentig eindeutig leider ist. Ich hätte dann eher hier vielleicht noch so ein Symbol hingemacht, dass man das direkt eindeutig erkennen kann, oben links oder so, ne, dass man weiß. Oder hier entsprechend einfach draufschreiben. Dann hätte man es auch gesehen, das wäre auch noch schlank genug gewesen. Klar. Cooles Element tatsächlich ist, darauf möchte ich jetzt kurz eingehen, das sind quasi diese Blaupausen, die es hier gilt, zu bauen. Mhm. Die dreht man dann hier um und legt sie in dieses Tableau rein und das ist schon sehr schick gemacht. Vor allem, weil man braucht 9 Stück und es sind hier noch ganze 10 Stück, 11 Stück sogar, die wir gar nicht gespielt haben. Also wir haben hier in der Basisvariante quasi gespielt, so für die Newbies unter uns. Ihr seht ja auch immer, was man dafür braucht, ne? Also diese 2 Kristalle und dann, wenn ihr das habt, das ist zum Beispiel ein Soforteffekt, Place 1 Mystic Barrier, da könnt ihr gleich so eine hinstellen. Während diese hier zum Beispiel, hier müsst ihr einen Arbeiter draufstellen und dann bekommt ihr dann 2 Mystic Energy. Ja. Also es gibt hier auch den Worker Placement Mechanismus. Ja, ansonsten ist es im Grunde ein relativ einfaches Worker Placement Spiel, was keine großartige Komplexität mitbringt, was eigentlich die Komplexität nur in der optimalen Verteilung der Fraktionsfähigkeiten oder hier dieser Charakterfähigkeiten tatsächlich mit sich bringt, was dann entsprechend eine Absprache natürlich benötigt und was auch so eine gewisse Absprache hat. Immer am Ende der Runde werden hier quasi Inselteile überflutet und zwar abhängig dieser Zahl, die hier drüber steht. Wenn die 3 einmal erreicht ist, dann bleibt es bei 3. Ja. Und ihr merkt, damit wird natürlich die Zeit relativ schnell knapp. Cool ist natürlich, dass es hier 2 Geschlechter gibt, aber auch, dass die Fähigkeiten sich so unterscheiden, dass man auch, wenn man zu 7 spielen würde, da sehr viel Varianz auch hat und jeder irgendwie seine Fähigkeit mit reinbringen kann, dann... Ja, es gibt verschiedene Situationen, wo die halt sehr wichtig werden. Ja, wir haben hier diese Hologrammfigur. Das super cool aus. Sieht optisch sehr geil aus. Und das ist quasi ein Dummy-Spieler, der immer vom Startspieler mit kontrolliert wird im Zweispielerspiel. Und wir haben quasi immer 2, zu Beginn jeder Runde 2 andere Tableaus zur Auswahl, um quasi die Sonderfähigkeit zu nutzen. Und das bringt natürlich schon mal einen gewissen Kniff mit rein und macht auch so das Zweispielerspiel interessant und abwechslungsreicher, als wenn man halt mit mehr Charakteren spielt. Mhm. Man könnte natürlich auch einfach jeder 2 Charakter spielen, wenn man das wollen würde. Würde natürlich ein bisschen das Spiel verändern und auch das Gefühl, weil wir haben hier bloß diese 2 Spots. Man muss auch sagen, das ist toll gemacht. Das ist nämlich hier Double Air. Mhm. Ihr seht, da verrutscht nichts. Das ist wirklich toll. Ihr habt hier quasi im Spiel bis 4 Spieler nur 2 Slots frei. Mhm. Und alle, die quasi auf diesem Slot sitzen, bauen an einem dieser entsprechenden Artefakte oder wie auch immer. Ich nenne sie immer Blaupausen, weil das sieht halt auf der Rückseite wie ein Plan aus. Ja.
bauen quasi an einer dieser Optionen hier mit, ja, und die anderen bauen an der anderen mit. Das heißt, ihr habt hier quasi immer nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, selbst wenn ihr es optimal macht, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde, ja, fünfte Runde mit dem Power Core. Aber das ist schon so optimistisch, das packt man nicht. Also rechnet 6 oder 7 Runden ein im Normalfall. Ich glaube, wir haben in der 8. gewonnen. Ja, ich glaube. Und ich habe es einmal in der siebten Runde geschafft, aber das war schon sehr viel Würfelglück dabei. Extrem unverschämtes teilweise. ja, aber hier kommt auch eine gewisse Varianz. Und wenn ich jetzt überlege, hier gibt es jetzt bei den höherwertigen auch mehr, die noch bessere Effekte haben oder hier andere Spots hier zur Verfügung haben. Und das ist einfach auch nochmal eine gewisse Varianz, die da mitkommt, die mir persönlich gut gefällt für ein kooperatives Spiel. Ja. Weil ich glaube, wenn das Spiel jetzt so wäre, wie es jetzt in diesem Basisspiel ist und wie ich es jetzt 4-mal gespielt habe, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, das würde mir jetzt quasi reichen. Jetzt, ja. Ohne dass ich das Spiel jetzt abwerten möchte dadurch, würde es mir persönlich reichen, wo ich sage, ja, da spiele ich jetzt wieder ein anderes kooperatives Spiel, habe ich jetzt genug gesehen. Ja, es ist sehr viel Arbeit auch. Ja. Es ist zwar sehr einfach von dem, okay, ich nehme jetzt das, Würfel, oh, hat nicht funktioniert, ich erhöhe was, oh, jetzt habe ich es und in der nächsten Runde weiß ich wandle das wieder um oder genau. Ich mache es in derselben Runde nochmal oder so. Man versucht natürlich auch so Aktionsketten zu bilden. Genau. Das ist dann quasi hier ein Erz gewinnen und das Erz dann gleich entsprechend wieder in Atlantium umwandeln. Richtig. Um so möglichst gut tatsächlich Ketten zu machen, um dann hier tatsächlich direkt entsprechend wieder bauen zu können an diesen Objectives. Ja. Und das hat natürlich, es funktioniert super gut, aber wenn dann halt irgendwo ein Baustein der Kette fällt, ja, kracht die ganze Kette, krachen in sich zusammen. Und es gibt halt eben zwei Faktoren. Zum einen, ihr würfelt scheiße. Ja. Oder halt die Karte kommt blöd und es wird ein Teil umgedreht. Ne? Ich hatte den Charakter, den Champion, der sagt natürlich so, auch wenn die Flut kommt, du darfst deine Aktion immer noch machen. Ja, das ist halt dann cool. Aber habt ihr die nicht oder euren Champion oder eure Arbeiter normalen da stehen, dann ja, ist halt der Zug für den Arsch. Ja, was auf jeden Fall sehr positiv ist, das muss man auch mal noch mal festhalten, ja, ist, ich mache hier kurz mal den Deckel ab, das Insert. Hm. Da ist ein Insert drin, da hat alles seinen Platz, ob man das fast schon hier zu gut hält. Also da hat wirklich alles seinen Platz. Hier ist Platz für die ganzen Tütchen mit den Männchen. Hier hinten ist Platz für die ganzen Karten. Mhm. Ich glaube, das ist der Platz für die Erweiterung. Hier haben wir entsprechend die Varianz. Mhm. Hier auch mit quasi zusätzlichen Möglichkeiten, auch hier doppelten Arbeiter-Slots, wenn ich das gesehen habe, hier zum Beispiel. Ja, ja. Select any island tile, up to 3 Atlantans on that tile may take their action twice this round. Ja, dann ist natürlich auch klar, dass man da 2 draufsetzen muss, weil dafür darf man wieder doppelte Aktionen ausführen. Ja, oder cool. Hier place one mythic barrier and gain one mythic energy und das für 2 Männchen, super geil. Ja. Also das sind, das braucht man halt auch hier, deswegen ist es deutlich teurer. Mhm. Mit den mächtigen Aktionen, das ist ziemlich cool gemacht. Und um es schwerer zu machen, kann man hier entsprechend auch noch, nee, das waren die falschen Karten, die hier wollte ich, die Controlled Flood, die 2 Sachen flutet. Da sind 3 Stück quasi im Spiel mit das drin. Ich mache hier alles kaputt. Und die kann man quasi noch die Schwierigkeitsgrad deutlich erhöhen. Mhm. Ja, ansonsten haben hier diese ganzen Teile Platz, die hier eingestapelt werden. Ich kann auch am Schluss nochmal ein Bild machen vom Spiel, wenn es aufgeräumt ist. Und für alle, die sich jetzt sorgen um hier verschiedene oder schlechte Varianz oder wie auch immer, gibt es hier direkt in der Anleitung hinten drin auch nochmal zu den verschiedenen Schwierigkeitsgraden Level 1, 2, 3, 4, 5. Und da ist direkt angegeben, welche Karten, also zum Beispiel jetzt 5x A, alle 5 A-Teile von diesen hier, entsprechend 2x B und 2x C, die kann man zufällig auswählen oder halt wie im Basis-Setup, dass man die gezielt raussucht. Mhm. Und hier gibt es dann halt auch die Varianten mit einem D-Teil jeweils mit drin für Level 3 bis 5. Aha. Und auch hier mit weniger mystischer Energie am Anfang. Also man kann es wirklich hier heftig schwer machen mit weniger KMCs und dafür mehr Controlled Floods. Und Level 5 ist, glaube ich, was, da knabbert man eine Weile dran. Also das ist schon was für hartgesottene Wasserratten. Also am Anfang muss ich auch sagen, es war, wow, das werden wir hart nur gewinnen oder einfach komplett verlieren. Aber es hat sich dann doch Zum Guten gewandt und wir hatten dann gute Züge drin. Also ich habe jetzt in allen Partien eigentlich erlebt, dass man am Anfang bzw. zu Beginn des Spiels irgendwann so den Moment hat, wo man denkt,
holy moly, wie soll das funktionieren? Mhm. Und plötzlich merkt man, jetzt kommt die Maschinerie ins Laufen, jetzt funktioniert es, jetzt greift so langsam jedes Rädchen in das andere, jetzt fängt es an Spaß zu machen, jetzt fängt es an, dass es losläuft. Und das sind dann die schönen Momente. Und am Schluss waren alle Partien so, dass es eigentlich gar nicht so knapp war. Zwar nie eindeutig oder nie einfach. Ich meine, unsere Partie war jetzt noch fast eine der deutlichsten. Oh, okay. Zumindest mit dem Endergebnis. Ja. Ich hatte, glaube ich, auch eine Partie, da hatte ich am Schluss allen Ernstes 12 Ressourcen übrig. Einfach nur, weil mir in der vorletzten Runde eine Aktion verhagelt war. Und dadurch ich eines dieser Teile nicht bauen konnte und dadurch quasi auch den Powercore noch nicht machen konnte, den ich eigentlich in der letzten Runde nur aufgehoben habe, musste ich dann zwei Sachen zwar machen, hatte aber ein paar Aktionen über und so weiter, wie man das halt kennt, und plötzlich hat man Ressourcen wie blöd und würfelt dann plötzlich ideal, aber ja, so ist es halt. Also dieses Spiel hat natürlich so seine Glücksfaktoren bei den Karten, bei den Würfeln, du hast es angesprochen, und man bekommt natürlich eins auf die Mütze, aber man möchte ja auch beim kooperativen Spiel kein leichtes Spiel haben. Richtig, sonst wird das Spiel ja langweilig. Ja. Also man muss sagen, außer die Eindeutigkeit bei den Karten zu den Landschaftsstrichen, gibt es eigentlich bei der Optik und beim Material nichts zu meckern. Auch die Ressourcen sind tolles Material, muss man ganz ehrlich sagen. Die Landschaftsteile hier sind wirklich super, super, super dick und stabil. Also da kann man, selbst wenn man drückt, da bewegt sich nichts, da rührt sich nichts, das ist toll. Sieht auch schön aus, auch wenn ich mir manchmal so ein bisschen noch eine Karte, noch einen Plan unten drunter wünschen würde, so einen Spielplan oder so eine Matte. Ja. Wo alles so seinen perfekten Platz hat. Aber ansonsten, das macht auf dem Tisch auch schon irgendwie optisch was her. Ja, es ist halt anders. Ja. Es ist kein quadratischer Plan, sondern es sind die Sternformen. Das hat irgendwie was, ja. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin ja großer Fan kooperativer Spiele. Und ich hatte natürlich meine Erwartungen, und du hast ja gesagt, so, das war, ja, einige haben darüber geredet oder berichtet, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich kurz vor das Spiel digital das erste Mal von diesem Spiel überhaupt gehört gehabt. Okay. Vorher ging das komplett an mir vorbei. Na, ich habe schon viele Schwärmereien gehört im Internet und gedacht, wow, jetzt habe ich sehr hohe Erwartungen an das Spiel gehabt, und ich fand es gut. Ja, also es hat jetzt nicht den Hype-Train ausgelöst. Aber ich bin auch gespannt, was jetzt die Monstrosities-Erweiterung mit Medusa etc. noch so alles mit reinbringt. Ja. Ist auch in den Kickstarter-News gewesen. Aber auf jeden Fall macht das Spaß. Ich will es auch gerne mal mit mehr Leuten einfach mal spielen, wie es dann ist und wie man sich dann abspricht und hinstellt und Sachen macht. Und ja, es ist ein geiles Cover. Schönes Thema. Gefällt auf jeden Fall. Ja, es ist aber auch ein bisschen Arbeit. Ja. Weil man halt gucken muss, wer macht was am besten und ja. Und natürlich gibt es wenig Spiele tatsächlich im kooperativen Segment für so viele Spieler. Ja. Wenn man nicht direkt in ein Party-Segment abrutscht, fallen mir mit 7 Spielern nur Forgotten Waters und mit 6 Spielern zum Beispiel noch ein Flashpoint ein. Mhm. Und dann wird es schon sehr dünn. Stimmt, ja. Und insofern haben wir hier wirklich ein gelungenes Ding, und ich wüsste jetzt auch aus dem Stegreif kein anderes kooperatives Worker-Placement-Spiel. Das heißt, es ist ja doch schon wieder ein Spiel, was genretechnisch vielleicht den ein oder anderen abholt, der eben mit Abenteuer und mit irgendwelchen Erlebnisspielen jetzt in dem Sinne jetzt nicht unbedingt was anfangen kann. Mhm. Und ich denke, gerade deswegen ist es auch in einer Nische zu Hause, wo es vielleicht wirklich gut tut. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht zu viel, wie soll ich sagen, versprechen in Anführungszeichen. Ich glaube, das Spiel hat gute Chancen, in meiner Top 25 der kooperativen Spiele zu landen. Ob es sich in die Top 20 arbeiten kann, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, sobald wir das noch mit 5 oder mehr Spielern mal getestet haben, nach Corona, das ist ja natürlich gerade aktuell auch ein bisschen schwer. Aber so an sich, es hat seinen Reiz und es gefällt von der Art und Weise, wie es gestaltet ist. Und mehr Spieler heißt natürlich weniger am Anfang Arbeiter. Das heißt, wir starten dann halt im Spiel zu 4-5 hier bloß mit 3 Hanselchen. Und ab 5 Spieler werden halt auch mehr Miss Fortune Cards aufgedeckt. Das heißt, da wird es auch wieder schwerer. Damit muss man klarkommen. Ja. Ja. Ja, also. Und bevor wir jetzt absaufen. zusammenfassend. Cooles Spiel, was Spaß gemacht hat, was schöne Elemente hat, was eine coole Aufmachung hat, was materialtechnisch, optisch gefällt und eine gelungene Sache, gerade für Fans des kooperativen Spiels. Richtig, ja.
Und wie du schon gesagt hast, Worker Placement, kooperativ, hat was, ja. Bin gespannt. Wir bleiben dran und wenn es euch interessiert, bleibt auch dran, weil es wird noch eine ausführliche Regelerklärung zu diesem Spiel kommen. Aha. Und deswegen haben wir jetzt auch nur so ein bisschen über das Spiel und über die Mechanik im Groben geredet. Mhm. Und schaltet doch einfach nächste Woche ein, dann kommt unsere Regelerklärung im Detail zu Atlantis Rising. Und dann habt ihr auch den super, super Überblick, um quasi direkt ins Spiel einzusteigen, wenn es vielleicht wegen Kickstarter bei euch aufschlägt. Richtig. Und an dieser Stelle hoffen wir, euch hat das Video gefallen und lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Mhm. Und dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir vielleicht wieder über Atlantis Rising berichten. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt, oder wünschen wir euch, ja, viel Spaß beim Spielen. Und nicht vergessen, macht schön eure Schwimmübungen und genau, sauft euch ab. Richtig. Immer schön Luft holen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.